Grüß euch und herzlich willkommen bei Praxiswissen kompakt. Ich bin Thomas und berichte wie immer hier aus meiner Praxis der psychologischen Beratung in Attnang-Buchheim. Aktuell mit der YouTube-Videoserie Angst überwinden, Gleichmut finden. Heute mit einem kleinen Zwischenvideo aufgrund von mehreren Rückfragen zu dem Thema Sinn. Im letzten Video habe ich gesagt, dass es aus meiner Sicht ganz wichtig ist, insbesondere wenn es um Herausforderungen geht, dass man ein gewisses Mantra hat. Ich für mich habe, das passt schon so, das muss so sein, auf und weiter geht's. Das passt schon so steht für Gleichmut und Akzeptanz, das muss so sein für Sinn, auf und weiter geht's für das Tun. Und nun war die Frage, wie komme ich zu diesem Sinn, das fällt mir so schwer. Eine super Übung dafür ist, die ich auch immer wieder in der Praxis verwende, der kleine Yogi, die Herzbotschaften zu verwenden, um zu üben, wie kann ich den Sinn in etwas zu erkennen. Der kleine Yogi von Barbara Lira-Schauer, einer wundervollen und inspirierenden Künstlerin. Es ist auch ein kleines Booklet dabei, wo man ja, verschiedene Anleitungen findet, wie man diese Karten verwenden kann. Es gibt auch noch einige andere Karten. Nur in diesem Fall jetzt, wenn es um die Frage nach dem Sinn geht und das Üben. Ich stelle eine Frage, zum Beispiel, was macht Punkti, Punkti, Punkti jetzt für einen Sinn in meinem Leben? Dann mische ich einfach die Karten durch. Zieh mir eine. Lass erstmal das Bild auf mich wirken. Und schau. Wenn wir uns alle bei den Händen halten, ist kein Kampf mehr möglich. Je nach Frage kann es sein, dass ich im ersten Augenblick, wie es so oft ist mit dem Sinn, etwas verwirrt bin. Was soll das jetzt heißen? Wenn ich mir kurz Zeit nehme und überlege, was steckt da drinnen? Was könnte das für mich bedeuten? Wenn wir uns alle bei den Händen halten, wir, das heißt, da geht es um eine Gemeinschaft, um Unterstützung, um Gemeinsamkeiten. Bei den Händen halten kann für Vertrauen, kann für Sicherheit, kann für Rückhalt stehen, ist kein Kampf mehr möglich. Kann auch jeder dann sozusagen diesen Sinn geben. Für mich ist ganz klar, wenn wir zueinander stehen, wenn wir gut auf uns schauen und gut auf unsere Mitmenschen, dann brauchen wir nicht mehr kämpfen. Und wenn wir uns schon an den Armen halten, wie sollen wir dann auch eine Waffe ziehen? Also in dem Fall, je nachdem welche Frage, es ist wichtig zu schauen, was zeigt das Bild und was könnte der Sinn sein dieses Textes. Ich verwende sehr oft diese Karten. Interessanterweise, es funktioniert einfach. Ob man an etwas glaubt, wie das Leben, etwas Göttliches, die Verbindung zum Großen und Ganzen oder nicht, ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass wir lösungsorientiert und lösungsfokussiert den Sinn erkennen. Und eben diese Karten sind beispielsweise eine super Übung, wenn man das immer wieder mal macht, zu interpretieren und den Sinn für sich, für sein Selbst, für sein Leben, für seine Liebsten zu erkennen. Das war's auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos erleben wollt, den Kanal abonnieren. Bis bald. Ciao.